Ich bedanke mich bei dem Kollegen Pürsün, der unser Zeitbudget ordentlich verwaltet hat, und darf nun für die Sozialdemokratie Herrn Kollegen Becher für höchstens 10 Minuten aufrufen. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, aber es ist ja von... Zum Wohle. Danke. Danke, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Mir geht es sicherlich wie Ihnen. Ich stehe noch sehr deutlich unter dem Eindruck der Debatte, die wir gerade zur Ermordung von Walter Lübcke geführt haben und in der die Verrohung in Teilen unserer Gesellschaft sehr gegenwärtig uns geworden ist. Politik steht in der Verantwortung, auf solche Warnzeichen zu reagieren und auch Orientierung zu geben. Ich hätte mir gewünscht, dass das nicht gleich mit einer Debatte passiert, die unmittelbar im Anschluss keine andere Idee hat, als diffamierend in die Rede einzusteigen zu einem Vorschlag zur Rettung von Menschen aus Seenot. Das ist eher enttäuschend. Ich finde, der Antrag der Linken macht uns die Tür auf zu einem anderen Thema, das nicht weniger von Verrohung geprägt ist, orientierend zu reagieren. Lassen Sie mich dazu etwas grundsätzlicher eröffnen. Die Notwendigkeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen ist ausgiebig hier dargestellt. Dem schließe ich mich an. Aber ich möchte gerne ein kleines bisschen mal grundsätzlicher darüber reden. Politik aus reiner Betroffenheit geht in die Irre, weil die Emotion die sachliche Vielgestalt eines Problems überlagert. Politik ohne Betroffenheit kann zu sachlichen Richtigkeiten führen, die dennoch falsch sind, weil sie das Nicht-Regulierbare des Lebens außen vor lassen. Es ist der Weg in ein verwaltetes Leben, das schnell die Humanität zurücklässt. Den richtigen Weg dazwischen zu finden, ist die Aufgabe, die wir uns auch hier in diesem Haus ja immer wieder neu stellen. Am häufigsten höre ich hier die Mahnung zur Sachlichkeit, also viel Sorge vor Emotionen, vor zu viel Emotionen im Haus. Und gleichzeitig wissen wir hier alle, dass Politik ohne Emotion für die Menschen, ohne Sensibilität und ohne Leidenschaft schnell zu totem Papier, zu Absichtserklärungen und Selbstbestätigungsritualen verkommt. Übrig bleibt dann das, was Adorno die Allherrschaft des Organisationsprinzips genannt hat. Und was geschieht dann? Was geschieht dann, wenn wir uns in der Politik auf scheinbar pragmatische Lebensverwaltung reduzieren, brechen sich die Emotionen umso heftiger ihre eigene Bahn. Zum Sterben im Mittelmeer war es das Bild von dem 3-jährigen Aylan Kurdi, der im September 2015 in seinem roten Pullover tot angespült am Strand in der Nähe von Bodrum lag und als Bild um die Welt ging. Und es schien mitten in allem Abschottungsbedürfnis in Europa einen Moment der Verstörung zu geben, der weite Teile der Gesellschaft und nicht nur in Deutschland wirklich ergriffen hat. In dem Bild war gleichzeitig die Ohnmachtserfahrung angesichts des massenhaften Sterbens im Mittelmeer gegenwärtig, als auch das Wissen, dass wir nicht alles getan haben, was uns möglich wäre, das Leben dieser Kinder zu retten. So wird man schuldig. Ohnmacht und Schuld können leben, oder sie können uns mal zu neuem Handeln anregen. Für die Suche nach Handlungsfähigkeit mitten in dieser Massenflucht über das Mittelmeer stand zuerst die italienische Marinemission. Die italienische Marinemission Mare Nostrum, unser Meer, von 2013 bis 2014. Danach die EU-Marinemission Sophia. Und der Name Weisheit kann ja vielleicht mal als Versuch verstanden werden, das politisch Gebotene, die Bekämpfung von Schleusern, und das humanitär Gebotene, das Retten von Menschen aus Seenot, zusammenzubringen. In 4 Jahren wurden 50.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Und trotzdem ist diese Mission in die politische Sackgasse geraten und als Mission ohne Schiff nicht mehr existent. NGO-Boote dürfen nicht mehr auslaufen. Die staatliche Seite hat das Handeln faktisch eingestellt. Italien mahnt eine faire Verteilung an. Die EU kann sich dazu politisch nicht organisieren. Und im Ergebnis ertrinken wieder mehr Menschen im Mittelmeer. Allein 2018 waren es 2.275. Das sind 6 Menschen mehr, 6 Menschen an jedem Tag. In Libyen sind 5.700 Menschen interniert. Und das kann hier niemanden kalt lassen. Und es ist nur auszuhalten, wenn es abstrakt bleibt.
Erst wenn daraus ein totes Kind im roten Pullover wird, wird es wieder unerträglich. So ist das Mittelmeer selbst, sehr verehrte Damen und Herren, zum Symbol geworden, das uns die Frage nach der Humanität in Europa im 21. Jahrhundert stellt. Aber es ist nicht nur Symbol, es ist gleichzeitig ein ganz realer Ort, ein bitterer Ort von Grausamkeit, den Menschen an Menschen zulassen, auch im 21. Jahrhundert. Ich habe mir vorhin überlegt, ob ich den Satz jetzt rauslasse. Nein, ich glaube, wir sind noch alle viel zu wenig berührt in der Art und Weise, wie wir das hier debattieren. Im Sommerurlaub, wenn Sie vielleicht am Mittelmeer sind und baden gehen, wird das Thema vielleicht noch mal anders wieder nahe zu Ihnen kommen. Wenn wir gesellschaftlich in den Flüchtlingsdebatten inzwischen wieder stärker bei Zahlen sind und wie wir sie recht bewältigen und verwalten, so will mir scheinen, dass gerade die Rettung von Menschen aus dem Mittelmeer die Erkenntnis wachhält, dass es moralische Gebote zum Handeln gibt, die sich zählendem Kalkül entziehen. Und erlauben Sie mir an dieser Stelle, vielleicht gerade für die AfD-Fraktion, die ja gerne sich auf christliche Traditionen beruft, einen Hinweis auf unser jüdisch-christliches Erbe, wie es in der Erzählung vom barmherzigen Samariter steht und wie ich finde, für alle, ganz unabhängig vom Glauben, eine ganz klare Botschaft hat: Du kannst aus scheinbar guten Gründen am Opfer am Wegrand vorübergehen. Richtig handelt aber der oder die, die sich ohne zu zögern und ohne großes Abwägen negativer Konsequenzen helfend zuwendet. Die Rede der AfD ist ein Beispiel dafür, wie man am Weg einfach vorübergeht und sich mit Spitzfindigkeiten und Diffamierungen davonstiehlt. So hört sich das an. Jawohl. Das Motiv dieses Gleichnisses bei uns aufgefasst in der rechtlichen Idee von der unterlassenen Hilfeleistung. Und ich bin überzeugt, dass es auch in unserer Gesellschaft ein tiefes Wissen gibt, dass wir das brauchen. Und das ist nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Das können wir nämlich entdecken, dieses Wissen, wenn wir einen Blick auf die werfen, die in unserem Land aktiv geworden sind und mit der Not am Mittelmeer aktiv eingreifen wollen. Einzelpersonen, Institutionen, Städte, Kommunen, Organisationsnetzwerke. Hier ist sicherlich zuerst die Initiative Seebrücke zu nennen, das Konzept von Städten und Kommunen, die sich zu sicheren Häfen erklären. Und damit verbindet sich die Bereitschaft, über bestehende Kontingente hinaus gezielt Flüchtlinge aus der Seenotrettung aufzunehmen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, um zum Angang zurückzukommen, hier finden Empathie und Sachlichkeit zueinander. Die Empathie mit den Geretteten aus dem Mittelmeer als das moralische Muss verbindet sich mit einer Analyse der Handlungsoptionen, dem sachlichen Wie. Wie viele können wir aufnehmen und beherbergen? Welche Haupt- und ehrenamtlichen Unterstützung haben wir? Was kostet es? Welche Perspektiven können wir Geflüchteten anbieten? Und das führt zu klaren Antworten bei diesen Menschen. Marburg zum Beispiel spricht von bis zu 200 aus Seenot Geretteten, die dort erst einmal unterkommen können. Und, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Ganze ist ein weltweiter Trend, dass Flucht- und Migrationsfragen stärker aus kommunaler Sicht geh- und bedacht werden. Aufschlussreich ist hier ein Blick in den Vorschlag der Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform, Stichwort Berlin, Frankfurt-Oder, Gesine-Schwan, wenn man so ein bisschen einordnen will, der dazu Kriterien entwickelt hat. Freiwilligkeit, eine Doppelfinanzierung, nämlich Integrationskosten und die gleiche Summe nochmal für lokale Infrastruktur. Das habe ich übrigens das erste Mal vor 3 Jahren von einer Flüchtlingsmitarbeiterin aus dem Sudan kennengelernt, die genau das praktizieren in einem Flüchtlingslager. Das Geld, was ins Flüchtlingslager geht, geht immer gleichzeitig in die Dörfer drumherum. Eine sehr gute Entwicklung in dieser Region zu der Flüchtlingsfrage. Und als Aufbau von Multi-Stakeholder-Strukturen für lokale Entwicklung. Also man versucht zu überlegen, was es braucht, damit das funktionieren kann auf kommunaler Ebene. Und vor 5 Tagen hat sich dann ganz neu das Berliner Bündnis Städtesicherer Hafen, es war schon angesprochen, gegründet, zu dem aus Hessen Marburg zählt. Und das fordert Kommunen, die Aufnahme von Flüchtlingen direkt von Bord der Seenotrettung zu ermöglichen. Das bitten Sie uns, unsere eigenen Kommunen. Insgesamt sind es bereits über 50 Kommunen und Städte, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben. In Hessen zählen dazu, auch das war genannt, Marburg, Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach und Maintal. In Hessen nimmt sich inzwischen der Arbeitskreis Kommunale Flüchtlingsaufnahme aktuell den Anliegen an. Sehr geehrte Damen und Herren, vor dem Hintergrund meiner Ausführungen und vor dem Hintergrund des Osterappells von 210 Bundestagsabgeordneten, übrigens parteiübergreifend, das wissen Sie ja, in dem Zusagen an Kommunen zur Aufnahme von Schutzsuchenden gefordert werden, und als Vorbild, auch noch einmal zur Erinnerung, ist das der Osterappell von 2000, humanitäre Grundsätze in der Flüchtlingspolitik beachten, damals initiiert von Christian Schwarz-Schilling und Claudia Roth.
Vor diesem Hintergrund unterstützen wir den vorliegenden Antrag zur Aufnahme von aus Seenot geretteten Hessen, mit dem Maßnahmen und gesetzliche Regelungen gefordert werden, die einen humanitären Weg öffnen, wie Städte und Kommunen ihre Idee bei der Hilfe für Flüchtlinge aus Seenotrettung umsetzen können. Lediglich Punkt 3 werden wir an dieser Stelle von der Zustimmung ausnehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, das Erste und Wichtigste an diesem Antrag ist die Hilfe für die Menschen, die in die scheinbar ausweglosen Situation geraten sind. Aber ebenso wichtig ist mir die Orientierung, wie die wir den Menschen in Hessen geben, wenn wir alle politischen Sackgassen zum Trotz einen humanitär begründeten Weg beschreiten und das Engagement unserer Kommunen und Städte unterstützen. Herr Kollege Becher, denken Sie bitte an die Redezeit. Ja, ich komme zu den zwei letzten Sätzen. Vor wenigen Minuten war hier die Rede davon, dass Demokratie hinschauen und handeln braucht. Unterstützen wir also die hessischen Kommunen und Städte, die genau das tun wollen. So kann unsere Antwort auf Verrohung aussehen aus diesem Parlament. Ich hätte mir gewünscht, wir schaffen es mit einem Antrag. Die Geschlossenheit wäre auch ein starkes Zeichen gewesen. Aber so weit sind wir offensichtlich noch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben zwar 4 Sätze gezählt, aber wir sind ja nicht so kleinlich jetzt. Alles gut. Als Nächstes bitte Kollege Hering. Da ist er. Sie haben das Wort. Das geht von Fulda aus anscheinend schneller als vom Römer. Lang geübte Praxis, ja. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, ja, wir klären erst noch die Reisemodalitäten. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Flucht und Vertreibung sind nicht nur in der heutigen Zeit eine besondere Herausforderung. Sie durchziehen die Geschichte wie ein roter Faden und erfordern Aufarbeitung und Solidarität und Mitmenschlichkeit. Ein absoluter Tiefpunkt und eine nicht zu ertragende Tragödie ist das Sterben unzähliger Menschen auf dem Weg in ein sicheres oder besseres Leben. Und das ganz aktuell in unserer Zeit. Es ist Verpflichtung für uns alle, hier nicht wegzuschauen, sich ständig bewusst zu machen, welches Leid auf der Welt existiert, welche Not und Gefahren auf Mitmenschen lasten. Und das nicht erst beim Anblick eines am Strand angespülten Jungen im Jahresrückblick diverser Tageszeitungen. Herr Becher, ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar. Diese Empathie, die gehört wirklich im Hintergrund immer mit dazu. So ist es richtig, dass wir uns heute mit dem Schutz von Flüchtlingen befassen, insbesondere derer, die aus Seenot gerettet wurden. Und dabei wollen wir nicht nur Trauerbeurkundungen machen, Trauerbekundungen. Nein, wir wollen aktiv mitarbeiten. Wir äußern nicht nur fromme Worte, aber wir müssen unser Ringen auch darauf abzielen, Seenot und Gefahren auf dem Mittelmeer gar nicht erst entstehen zu lassen, indem kein Anreiz für die Nutzung der hochriskanten Mittelmeerroute geboten wird. Jeder Anreiz käme einer Fahrlässigkeit gleich. Mehr noch könnte im Extremfall kausal für zukünftiges Leid auf dem Mittelmeer sein. Aber es geht auch allgemein um die Bekämpfung von Fluchtursachen, wobei wir bei allem Fordern und Mahnen auch feststellen dürfen, dass sich Deutschland in diesem Bereich stark engagiert, mit jeweils fast 7 Milliarden Euro in 2018 und 2019 für nachhaltige, dauerhafte Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort. Und auch hessische Polizistinnen und Polizisten sind dort im Einsatz. Beim Empfang der Missionsrückkehrer vor kurzem, der Missionsrückkehrer der hessischen Polizei, wurde berichtet, dass der Einsatz unserer Polizei in den Krisenregionen nicht nur dem Aufbau demokratischer Strukturen oder der Grenzsicherung dient. Vielmehr haben unsere Polizeikräfte im Ausland erfahren, dass auch sie es sind, die das Bewusstsein um Menschenwürde und Demokratie ins Land gebracht haben. Auch zu den einzelnen Menschen, die hier oftmals noch archaisch geprägt und am Recht des Stärkeren ausgerichtet sind. Viele Kolleginnen und Kollegen tragen schwer an diesen Erfahrungen. Ja, diesen Einsatz, Frau Sönmez, wir werden wahrscheinlich da nie zusammenkommen, aber wir müssen auch sachlich an so ein Thema herangehen, bei aller Empathie. Aber bitte diesen Einsatz und diese Leistungen unerwähnt zu lassen und dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich bitte gleich, Deutschland als ein Zentrum eines Systems der Ausbeutung zu bezeichnen.
dann sind wir eigentlich einen Schritt zurück in der vorherigen Debatte beim vorherigen Tagesordnungspunkt, wo wir doch nicht in diese Emotionen abgleiten wollen, die wieder Hass schüren können. Das ist wirklich dramatisch. Ebenso dramatisch ist es, wenn man natürlich einer Fraktion vorwirft, ich muss das sagen, Herr Richter, ich glaube nicht, dass die Linken hier das Leid der Menschen als Geschäftsmodell wählen. Ich muss wirklich sagen, der Landtag ist, glaube ich, hier sehr rau manchmal in der Wortwahl, aber das sind persönliche Entgleisungen, die hier wirklich überhaupt für mich überhaupt nicht hinzunehmen sind. Wir müssen aber auch selbstkritisch bekennen, dass weitere Fluchtursachen abseits von Gewalt und Verfolgung auch in verschlechterten Lebensbedingungen liegen. Klimabedingte Ernteausfälle, Umweltkatastrophen, aber auch wirtschaftliche Ausbeutung bei Niedriglohnvergabe und Ressourcenabschöpfung. Hier ist bei uns allen ein Umdenken und Bewusstseinsschärfung gefragt, beispielsweise durch Anpassung des Konsumverhaltens. Grundsätzlich aber wird es auf gesamtgesellschaftliche Lösungen ankommen, auf einen globalen Ansatz, damit, ich zitiere aus unserem Koalitionsvertrag, die strukturellen Faktoren beseitigt werden, die Menschen daran hindern, sich in ihren Heimatländern eine sichere Existenz frei von Verfolgung aufzubauen. Und jetzt konkret zum Antrag der Fraktion DIE LINKE. Im Fall von Seenot setze ich bei uns allen hier im Hause voraus, dass Rettung vor dem Ertrinken selbstverständliches oberstes Ziel ist. Darüber hinaus kann ich Ihrem, ich verstehe Sie nicht richtig, vielleicht kämen wir dann auch näher mal das persönliche Gespräch suchen. Darüber hinaus kann ich Ihrem Antrag jedoch wenig Hilfreiches entnehmen. Er besteht vielmehr aus einer Aneinanderreihung von Gesetzesänderungen, so als wäre unser austariertes Asylrecht und Asylsystem nicht in der Lage, Hilfe zu bieten. Aktionismus und Herumdoktern am Asylrecht zur Schaffung von Hintertüren könnten als Inkonsequenz und Schwäche ausgelegt werden und würden eine notwendige Entschlossenheit und Verbindlichkeit vermissen lassen. Außerdem würden die geforderten Änderungen im Aufenthaltsgesetz die Verantwortlichkeit vom Bund auf die Länder oder gar Kommunen delegieren. Damit wäre die Bundeseinheitlichkeit im Asylverfahren nicht mehr gewährleistet und an die so notwendige ganzheitliche europäische Lösung nicht mehr zu denken. Gerade auf europäische Lösungen und eine gemeinsame Maßnahmen kommt es aber im Sinne einer nachhaltigen, solidarischen und dauerhaften Verteilung an. Schließlich geht es darum, den Schleppern das Handwerk zu legen. Denn nicht Schlepper und Schleuser, sondern demokratische Regierungen und rechtsstaatliche Verfahren entscheiden darüber, wer nach Europa kommen kann. Ansonsten werden Blockadehaltungen einzelner Staaten, Herr Pürsün, Sie sprachen von aktuell und konkret von den osteuropäischen Ländern, ansonsten würden deren Blockadehaltungen zunehmen, die derartige Alleingänge wieder zur Rechtfertigung und Schuldzuweisung, zum Beispiel an unser Deutschland, herangezogen würden. Wohin das führen kann, zeigen die rechtlichen Gedankenexperimente in Italien und die Lage vor dortiger Küste. Die Neue Osnabrücker Zeitung beklagt zu Recht, dass hier EU-weit nicht genug zur Entlastung getan wird. Sie beklagt aber auch, ich zitiere, das Fehlen einer effektiven europaweiten Flüchtlingspolitik, die Grenzschutz, Umverteilung, Integration und Abschiebung verbindet. Wir sehen hier also ein komplexes europaweites Thema. Diesem werden pauschale Forderungen nach einem Aufnahmeprogramm, ohne die verschiedenen Hintergründe und Einzelfälle zu prüfen, nicht gerecht. Durch Verzicht auf Visum und Verpflichtungserklärung, also unter Abendung oder gar Umgehung des Asylsystems, würden alle aus Seenot Geretteten automatisch eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Diese Form der Privilegierung gegenüber anderen Flüchtlingsgruppen könnte aber paradoxerweise gerade den Anreiz zur Meeresroute liefern, mit all den bekannten Gefahren und mit Erweckung weiterer Geschäftsmodelle skrupelloser Schlepperbanden.
Ihr Antrag zielt somit auf rein vordergründige Symptombehandlung, eine scheinbar einfache Lösung für ein in Wirklichkeit komplexes Problem. Die Wahrheit ist doch, dass Ihre Vorschläge dem Treiben der Schlepper und den Gefahren auf See kein Ende bereiten. Von daher plädiere ich für den Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der ganz klar die Notwendigkeit von Seenotrettung hervorhebt, der auch nichtstaatliche Seenotrettung als Baustein zur Lebensrettung sieht und sich gegen die pauschale Kriminalisierung und Behinderung dieser Hilfsorganisationen ausspricht. Auch bietet er Raum für die schon angesprochenen willigen und leistungsstarken Kommunen, die mit überdurchschnittlichem Einsatz einen wertvollen Beitrag bei der Verteilung leisten können. Für diese Bereitschaft unter den Kommunen und darüber hinaus bei den unzähligen Helfern in Ehrenamt und Verwaltung bedanke ich mich ausdrücklich, und ich erwarte auch, dass auch Sie es, wenn auch mit vorgehaltener Hand, anerkennen. Ohne Privilegierungen oder gar Unterlaufungen im Asylrecht wollen wir Akzeptanz und Vertrauen in rechtsstaatliche Verfahren sichern. Denn darauf kommt es für alle Beteiligten an. Erstens für die Schutzsuchenden als klare Orientierung und Einforderung von Rechtstreue und Mitwirkung. Zweitens für die Gesellschaft, welche sich ebenfalls an klare Regeln ohne Hintertüren zu halten hat und deshalb faire, vorhersehbare Verfahren erwartet. Und drittens als Signal an Populisten an den äußeren Rändern am rechten Rand. Denn mit einem tragfähigen Asyl- und Rechtssystem entziehen wir Ihnen den Boden für Infragestellungen der staatlichen Handlungsfähigkeit. Denken Sie bitte an die Redezeit, Herr Kollege. Dann kann ich tatsächlich auf den letzten Satz hinweisen. So können Angstmacher und Rattenfänger nicht den Blick verwässern auf das, was im Mittelpunkt dieser Debatte stehen muss, die Not vieler Menschen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Hering. Sie hatten vorhin das Gefühl, dass wir hier manchmal rau sind, aber ich kann Ihnen sagen, wir sind auch herzlich. Sehr schön. Beides. Das habe ich auch schon gemerkt. Okay, danke. Der Kollege Richter hat sich noch einmal von der AfD gemeldet und hat noch, was habe ich gesagt, 1, also ich sage gar nichts, das Gerät sagt 1,14, aber ich habe 1,41 gesagt, also machen Sie hinne. Ich will das gar nicht so lange machen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Hering. Wenn es hier eine Entgleisung in der Debatte gab, dann war das eben Ihre Aussage mit den Rattenfängern. Das, Herr Hering, das war eine Entgleisung. Was ich gesagt habe, ist eine politische Aussage zu einer Handlungsweise der Linken, die ich auch, das ist keine Entgleisung, sondern dazu stehe ich und dazu steht auch meine Fraktion. Das ist alles. Ebenfalls habe ich niemanden diffamiert. Sie können die Rede rückwärts, vorwärts spulen, so langsam, so schnell, wie Sie wollen. Sie werden nicht hören, dass ich einen Menschen diffamiert habe, der flüchtig ist. Niemals mache ich das. Das Ziel meiner Rede und das Ziel unseres Handelns ist es, den Menschen vor Ort zu helfen, damit die Menschen nicht im Mittelmeer umkommen. Das ist das Ziel und nichts anderes. Und das war die Intention meiner Rede. Und ich hoffe, dass Sie es jetzt, wenn ich es etwas deutlicher gesagt habe, wenigstens verstehen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Richter. Es war in der offiziellen Zeit und unter der Staatsminister Peter Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung teilt die im Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zum Ausdruck kommende Sorge um die Situation von Schutzsuchenden im Mittelmeer. In der Tat, wie dort formuliert ist, dass Menschen auf dem Weg nach Europa sterben, ist unerträglich, meine Damen und Herren. Aber ich will in der Debatte, die ja viele Dinge schon ausgeleuchtet hat, vor allen Dingen noch einmal in Erinnerung rufen, dass ich finde, dass bei der Sorge um die Situation und bei dem, was wir dort im Mittelmeer erleben, wir schon uns selbst noch einmal daran erinnern dürfen, dass dieses Land insgesamt, dass Deutschland insgesamt, aber ich sage auch, dass insbesondere wir auch in Hessen in den letzten Jahren eine herausragende humanitäre Leistung bereits geboten haben. Das ist etwas, was ich finde, was man nicht hoch genug einschätzen kann, weil wir Tausenden von Menschen in diesem Land Herberge geboten haben, sie aufgenommen haben und dafür gesorgt haben, dass sie untergekommen sind.
Und natürlich ist es so, dass wir gelegentlich uns, wenn wir uns zurückerinnern, uns gewünscht hätten, dass viele unserer europäischen Partner, die denselben Werten verbunden sind, denselben Werten der Humanität verbunden sind, ebenso eine solche warmherzige Leistung vollbracht hätten. Das hätten wir uns sicherlich gewünscht. Und trotzdem, meine Damen und Herren, will ich Ihnen sagen, für die Zukunft werden wir darauf angewiesen sein, dass wir weiterhin im Rahmen der Europäischen Union, im Rahmen von europäischen Lösungen einen Weg finden, wie wir diese besorgniserregende Situation auflösen. Es geht nur im Rahmen von Europa. Wir sind dort in einer Schicksalsgemeinschaft, und deswegen müssen wir dort einen gemeinsamen Weg finden. Und wir hier bei uns in Hessen sind eingebunden natürlich in den Rechtsrahmen der Bundesrepublik Deutschland. Und ich will das gleich mit ein paar Bemerkungen noch hier darstellen, wie sich der Rechtsrahmen hier bei uns bildet und warum ich glaube, dass wir hier im Hessischen Landtag über besondere Programme und warum wir auch den Kommunen es nicht überlassen können, eigene entsprechende Programme aufzulegen. Aber ich will schon sagen, das, was wir in der Europäischen Union im Moment versuchen, und ich finde, dass die deutsche Bundesregierung dort im Rahmen der Verhandlungen über eine gemeinsame europäische Asylpolitik schon versucht, die Europäische Union entsprechend zusammenzuhalten. Natürlich die Gesichtspunkte der Humanität an vorderster Stelle berücksichtigend. Aber Humanität ist natürlich zum einen die Aufnahme von Flüchtlingen, die in größter Not sind, ihnen Asyl zu bieten oder einen Flüchtlingsstatus zu bieten. Aber zum Thema Humanität gehört natürlich auch die Bekämpfung von Fluchtursachen. Es gehört auch dazu, dass wir uns um Fragen der Entwicklungshilfe kümmern. Bei einer gemeinsamen europäischen Lösung muss natürlich die Frage des gemeinsamen europäischen Grenzschutzes eine Rolle spielen. Natürlich ist es wichtig, dass wir darüber uns im Klaren werden, wie wir den Zugang in die Europäische Union organisieren. Selbstverständlich ist es so, dass wir das Thema Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere im Bereich von Schleusern und Schleppern, im Auge haben müssen. Auch dazu dient ein gemeinsamer Rechtsrahmen innerhalb der Europäischen Union, den wir mit der gemeinsamen europäischen Asylpolitik probieren. Und natürlich, und das macht es halt schwierig in einem Europa, in dem man sich bei den Fragen der Humanität eben nicht uneingeschränkt einig ist, die Fragen auch der Verteilung. Wie bekommen wir es hin, dass wir innerhalb der Europäischen Union eine gerechte Verteilung oder eine angemessene, von mir aus, Verteilung hinbekommen? Und ich finde, dass wir uns wirklich mit unseren Leistungen dort nicht verstecken müssen, die wir in der Vergangenheit gebracht haben. Und es ist ja nach wie vor so, meine Damen und Herren, dass die große Anzahl an Asylsuchenden und Flüchtlingen nach wie vor Bund, Länder und Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Dessen sind wir uns, glaube ich, hier insgesamt alle vollauf bewusst. Und diese Verantwortung und vor allen Dingen diese Aufgaben, die sich dort stellen, die gehen bis zum heutigen Tag. Tag für Tag müssen wir uns um die Fragen der Aufnahme, der Integration und all der Sorgen, die sich damit verbinden, bis eben in die Städte und Gemeinden darum kümmern. Und ich finde, wir sollten hier nicht vergessen, dass wir insbesondere denjenigen ein herzliches Dankeschön zurufen, die das alles leisten. Ob das die staatlichen Organisationen sind, ob das die kommunalen Organisationen sind, aber eben auch viele Initiativen, die in den Städten und Gemeinden dafür Sorge tragen, dass die hier bei uns sind, eine ordentliche und gute Aufnahme finden. Dafür verdienen Sie Respekt, Lob und vor allen Dingen auch unsere Anerkennung. Aber faktisch sieht das europäische Flüchtlingsrecht keine unmittelbare Aufnahme von aus Seenot geretteten und auf entsprechenden Schiffen befindlichen Flüchtlingen durch einzelne Mitgliedstaaten, Bundesländer oder gar hessische Kommunen vor. Wenn der Bund sich bereit erklärt, und deswegen sage ich, wir sind in den Rechtsrahmen eingebunden, wenn der Bund sich bereit erklärt, im Rahmen der Verordnung
der Dublin-III-Verordnung eine entsprechende Personenzahl zu übernehmen? Werden die Asylsuchenden im Einklang mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen und Vorgaben zur Durchführung von Asylverfahren in die Aufnahmeeinrichtungen der Bundesländer verteilt? Nach dem Rahmen und dem Rechtsrahmen, den wir uns gegeben haben. Auch dort haben wir eine entsprechende Verteilung vorgesehen, weil wir eben dafür Sorge tragen wollen, dass wir gleichmäßig auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Herausforderungen teilen wollen. Ich finde, dass das ein Rechtsrahmen ist, den wir hier bei uns haben, mit dem wir gut leben können und auch leben müssen. Weil wir dürfen nicht zulassen, dass am Ende die gemeinsamen Überlegungen oder die gemeinsamen Werte von Humanität ausgehöhlt werden, indem sozusagen unterschiedliches Recht oder unterschiedliche Behandlung dieser Herausforderungen in einzelnen Bundesländern oder einzelnen Kommunen gelten. Nein, meine Damen und Herren, die Landesregierung unterstützt den Antrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wir teilen die Sorge. Wir finden es ebenfalls unerträglich, dass Menschen auf dem Weg nach Europa, sterben. Aber wir glauben auch, dass wir im Geiste europäischer Solidarität und der Zusammenarbeit einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik eine gemeinsame Lösung auf der Ebene der EU benötigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Keine weiteren Wortmeldungen zu den Tagesordnungspunkten 38 und 87. Auf meinem Spickzettel steht, dass wir gemeinsam diese beiden Anträge in den INA überweisen. Widerspricht dem jemand? Dann war der Spickzettel richtig. Vielen herzlichen Dank.